getrunken. Die genau davor ist. Ja. Das ist jetzt nicht wie bei WoW, dass man einfach nur genug Punkte haben muss. Ich muss sagen, die Waffen hatten mittlerweile gut lange, wo man die so viel geupgradet hat. Ja, ja. Man kann ohne Probleme mal einen so einen Trip machen. Boah. Das darf nicht wahr sein. Ach Dennis, du wirst einfach niemals vom Martial Arts Master. Ja, werde ich auch nicht. Ich hole mir nachher, hoffe ich, dass ich mit zwei Revolvern gleich schießen kann. Dann mache ich wie Revolver Ocelot. Dann stelle ich mich da hin und jonglier mit denen. Leute, die hat mich umgebracht. Oh. Wie viel Geld hast du verloren? 77. Oh, Hammer. Oh, nice. Komm, ich will ins Wasser. Warte, warte, doch komm hier in den Arsch. Ja, komm. Ja, ins Wasser, du Nutte. Ja, komm. Tschüss. Na, bei also hier. Recycling nennt man sowas. Hier vorne hängt einer den Arsch drücken will. Gib mir mal einen Tritt. Mit wem? Oh, geil. Bäm. Das war der Doppeltritt. Die waren eigentlich dafür da, dass man da drüber kommt. Hä? Ja, keine Ahnung. Ja, Champagner haben wir leider nicht. Ich kann diese Kraft in mir manchmal nicht kontrollieren. Oh, Drogen. Ah, der ist das ja gar nicht. Wo ist denn die Olle? Ach, da hinten. Ja, da ist Jennifer. Lass mich mal durch. Da. Die Olle geht noch. Ich wollte auch gerade fragen, kann ich die mal umbringen? Dann gib einen Bauplan. Schwergewicht. Den möchte ich mir mal kurz angucken. Braucht man so eine Gewichtsplatte oder so für. Ja, warte mal, wie ist das noch? Ohne Moment, nicht ganz so schnell. Ist das denn straffender Baseballschläger? Hab ich gekriegt? Nee, das ist meiner. Wie, das ist deiner? Nee, ich hab meinen Baseballschläger gerade weggeschmissen. Ach, dann machst du. Da machst du an deinen Baseballschläger so ein Gewicht dran. Mhm. Ist ja witzig. Opfer und Schwergewicht. Gewicht, Zahnräder, Klammern. Hab ich ein Gewicht? Ich finde, das sollte immer noch Alphabet sortiert sein. Das ist noch Alphabet sortiert. Sehr gut. Wer hat denn hier so einen ganzen Müll entleert? Ich. Oder hab ich dann deinen. Nee, hattest du einen blauen Hammer, der nicht aufgerüstet war? Ich? Ja. Nö, glaub nicht. Na gut, dann habe ich den so gefunden. Ja, und jetzt müssen wir an den Nordstrand oder wie, ne? Ja, genau, für die Fackel. Ohne Sekunde. Ja, jetzt kann ich die Quest wieder nicht auswählen. Nee. Ja, dann müssen wir, glaube ich, hier so irgendwo dahin. Hm. Ich kann gleich auch Köpfe zertrampeln. Muah, ah, ah, ah. Da freust du dich schon drauf, ne? Oh, ja. Ich halte die Fähigkeit aber auch nicht für übermächtig. Weil, naja, die kleinen Pistolen müssen zwar so immer relativ schnell tot, außer man als Peter lässt sich von der Frau chillen. Die großen kannst du eh nicht umdrehen. Fuck. Die Kopfschmerzen. Au! Alter! Auf Weg! Oh, ja. Level 14! Ich hab den Stamina. Ach, du bist schon Level 14? Mhm. Alter, was machst du? Hm? Was bist du denn? Auf Level 13, oder? Das Ding ist trash! Alter, mir geht so schnell die Gesundheit flöten aktuell gerade. Irgendwie habe ich mich mit meinem Zweitcharakter zu sehr an die Xiang gewöhnt. Die sind so gemein, ey. Ich hack dir immer alles ab. Mal gucken, ob hier was zum Heilen ist. Alkohol, ja, ich bräuchte auch was. Ja, das sollte man hier, glaube ich, noch machen, weil da, wo wir gleich hin müssen, ist nicht so viel
Strand, wo man Energy Drinks kriegt. Da ist einer. Eine Sekunde. Neue Bestmarke. Scheiße, jetzt habe ich Alkohol ausgewählt gehabt. Peter ist betrunken. Oh ja, und zwar richtig. Wow. Oh, wieder klopft. Ich stehe noch. Hey, cool, warte, den kill ich noch da oben. Oh, den da willst du noch killen? Na warte, ich kill euch mal eben noch schnell. Du kleiner Penner. Die sind alle wegrennen. Kenny? So. Weißt du, aber Mabe hat eine Pistole und dann... Okay, dann nicht. Das ist hammergefährlich aus. Ist mir jetzt hier so in die Richtung, wo ich gerade lauf? Ich bräuchte mal eine Werkbank. Da, so oben rum einmal dann, ne? Da. Ja, mach geht doch bestimmt, oder? Ich bin hammergefährlich mit der Pistole. So, Black Mamba. Das sind kleine Zombies. Nee, das ist unser Frühstück. So, ne? Warum nicht? Dann mal über die Klippen. Hui! Wenigstens werden wir braun. Als wenn du dort nötig hättest. Hallo? Das war jetzt diskriminierend. Nur weil ich schwarz bin? Ja, nur weil du schwarz bist. Dann trotzdem so... Krieg ich schwarze Sonnenbrand. Ich verlasse den spielbaren Bereich. Dann müssen wir wohl doch zum Wetter. Ja, genau. Na, hier ist wieder so ein komischer Eingang. Ein Bunker. Aber auch nicht rein, oder? Glaube ich auch nicht. Da ist eine Werkbank, da kommen wir rein. Doch, die Tür ist offen. Nice, aber der Werkbank ist natürlich super praktisch. Wobei ich mich natürlich jetzt frage, warum das an der Stelle hier Geld kostet, weil wer nimmt mir das ab? Ich kann meinen. Boah, 400 kostet die Machete zu reparieren. Habt ihr den Arsch offen? Hier oben ist noch ein Fakt. Was ist denn hier oben? Ach da. Aber das wart auch. Ich muss jetzt selber noch reparieren. Was ist denn das Portal da? Was sagt der Fakt denn? Der letzte war noch das war schon toll. Ey, scheiße, ich hab viel zu wenig Kohle. Was heißt zu wenig? Um meine guten Sachen zu reparieren. Ja, dann gib mir das einfach. Dann repariere ich das für dich. Ei. Was ist denn da oben? Ist da oben irgendwas? Nur ein Fakt. Ja, da ist noch so ein Fakt. Wie viel Geld hab ich denn? Ich hab nur 1600. Wo kommt denn hier hin? Wieso kommen wir hier nicht rein? Ich habe da auf den Boden geworfen. Ich hatte mal den Schraubenschlüssel, oder? Mhm. Boah, Alter, der kostet 700! Ja, deswegen ja, das ist voll krass. Und das ist deine beste Waffe? Nee, meine beste Waffe konnte ich reparieren, aber die gehen bei mir immer noch zu schnell leer. Okay. Also für diesen Heavy Mod braucht man eine Weight Plate. Vom Moped habe ich irgendwie nicht. Dankeschön. Alter. Ich weiß, das ist eigentlich ein Fehler, dir Geld zu leihen, aber. Aber Peter weiß man nie, ob man das mal wieder kriegt. Nur virtuelles Geld. Weißt du, die Smiths sind bekannt dafür. Ja, die nehmen einen aus wie eine Weihnachtsgans. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum du mir die Geschichte von Klein erzählt hast, Pete. Du warst das mit der Bank und hast dich nach dem Nein, nee, das war ich nicht. Wo seid ihr denn da? Weiß ich selbst noch nicht so genau. Hier außen sind Leute. Ach, mal. Du kannst ja außen am Tür noch mal ran. Oh Gott! Boah, ich bin ganz hoch gekommen. Ich verlasse den spielbaren Bereich. Ah ja. Gibt's da jemand? Ja. Schöne Aussicht. Und du kannst einfach in den spielbaren Bereich gehen, dann wirst du einfach nur zurückgesetzt. Achso, okay. Das war nicht so. So, aber in den Tierpark oder was? Ja, geht gar nicht auf. Ah, wir gehen jetzt nach Jurassic Park. Ach, das ist jetzt ein Scherz, dass wir von der Seite nicht da reinkommen, ne? Wie mindern ist das denn?
Ich denke mal, außenrum, wenn wir nicht laufen können, dann sagen die wieder, hey, verlass nicht, ich spiel mal im Bereich. Wir können. Ja. Verlass den Spielraum bereich. Das heißt, wir müssen jetzt den kompletten Weg zurücklaufen. Bis quasi bis zum Leuchtturm und erst dann kommen wir wieder zurück. Das schaut so aus. Oder hast du denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Hammeröde. Was denn? Weil wir jetzt so weit laufen müssen. Ja, das ist schon vor. Ob wir hier mittlerweile rein können, jetzt wieder Strom wieder an ist? Ja, geht immer noch nicht. Na gut. Jetzt dann quasi hier mein rum, Gott, oder? Ich krieg gleich einen Herzkasper. Ja, ja. Und dann auch noch bei der Hitze. Ja, echt mal. Ich bin schon nix für so eine Zombie-Apokalypse. Hier kommen wir gar nicht rum. Hm. So, Berge nach oben rennen ist so ein Klacks. Da können wir hier bitte mal irgendwo runterkommen. Wohin gehen wir eigentlich gerade überhaupt? An den nördlichen Strand wollen wir. Ist das nicht vielleicht. Das sind so Höhlen. Guck mal auf die Karte. Meinst du nicht, dass das links da ist, wo wieder die Bungalows stehen, dass das als nördlicher Strand gewertet ist? Nee. Ja, wir müssen mal ein Stück rechts davon hin, glaube ich. Da wird einfach quasi erstmal den Weg hin nachlaufen, bis wir da sind. Ja. Ja, genau. Ficken wir mal kurz den Zombie und springen da drüber und nehmen einfach den nächsten. Nochmal nachgetreten. Lol. Ja. Bam. Ich wollte Andenken haben. Was ist das denn da? What the fuck? Ganz ehrlich, wie soll das mit dem Auto bitte aus Versehen passiert sein wegen so einer Zombie? Ja, das frage ich mich einfach. Kenny. What the fuck? Nee, ich glaube, das war da einfach schon die ganze Zeit. Das ist so ein Werbeschild. So schlecht fahre ich auch wieder nicht. Also bitte, ja. Bin zwar schwarz, aber. Das muss er erstmal schaffen, von wegen schlecht. Hallo, das sind auch Menschen. So, und jetzt hier rum doch eigentlich, oder? Hm. Ja, der ist schon tot. Guck dir mal an, hat der bei euch auch so ein gebrochenes Genick? Ja. Ja, ja. Alter, das sieht eklig aus, Alter. Du siehst ja auch, wenn die gebrochen haben. Bei den Großen musst du nur darauf achten, wenn die Arme brechen, dann hängen die nur so schlaff darunter halt. Moment, sind hier nicht die Höhlen? Ja. Ah, da unten hier kommen sind zwei. Die Höhlen. Banner, die rennen gerade. Ja, komm mal hier in unsere Richtung, ja, Kenny. Schaffst du schon. Musst nur umtreten und drauf treten dann. Ja, wenn es zwei Stück sind, ist es aber schwierig, weil der. Komm doch einfach in unsere Richtung! Die rennen mir hinterher! Ja, hast du doch geschafft. Nachdem wir auf dem Boden liegen, der Computer anhilft, ja. Ja, besser als gar nicht. Halt nicht. Ja, doch, ich habe guten Willen gezeigt. Da komm, Runner. Oh, warte! Da liegt so ein Fass. Geht doch nicht zum Fass. Weg da, Dennis. Dennis! Ja! Alter, die fällt nicht um! Dann stellt sich die Hände in der Mitte durch.
Läuft. Null Problemo. Schon da. Oh, da ist ein Dicker. Der dicke, dicke. Oh, hier ist so eine Flair. Ich fahr mit. Flair? Ja, so eine Signalfackel. Warum fallen die denn nicht mehr um? Ich meine, okay, man kann ja natürlich immer noch geil köpfen. Trinke! Liegen! Boah Gott! Okay, wenn er mich einmal erwischt, bin ich platt. Dito! Au! Oh, damit bin ich tot! Beide gleichzeitig! Cool, ihr seid jetzt. Ne. Ah, die Frau müssen es wieder richten. Ja, so sieht aus. Oh. So, das ist keine Arme mehr. Ja, ohne Arme keine Kekse, sag ich da mal, wa? Haha, der hat mich totgebissen. Nein, mich auch! Wir müssen die Kerle mal wieder richten, wa? Ja, das ist ja kein Problem, wenn er keine Arme mehr hat. Wir sind am Lifeguard. Ihr seid dann noch gestorben. Hallo? Sind wir jetzt wieder da hingekommen? Ja, echt mal. Ja, check von. Aber ja, wahrscheinlich geht das nicht. Ja, geht nicht, wir müssen laufen, wa? Boah, ja, genau. Nice, wir müssen laufen. Seid ihr gespawnt? Ja, Moment, dann muss ich erst reparieren. Am Lifeguard Tower. Geil. Ja, aber die Frau hat ja angeblich so schnell richten. Ihr seid die Frauen. Ja, stimmt. Verdammt. Wie viele Fackeln habt ihr? Eine. Wie viele brauchen wir denn? Weiß ich gerade nicht. Weil ich habe zwei. Da steht nur Get Flares. Keine Ahnung, drei oder vier. Fuck. Dennis? Weiß ich nicht. Achso, ich war noch verkauft. Ja. So, ne, jetzt haben wir alle aufgenommen. Zurück zu Trevor steht bei mir. Wo ist Trevor? Im Leuchtturm, oder? Ja. Alles klar, Kenny Boy? Jo. Ah, ja, dann. Ich höre gerade Zombies. Ich höre gar nichts, was wir überfahren können. Oh, doch da. Also weiterfahren, wir müssen ja zum Leuchtturm. Ich glaube, der ist tot, Kenny. Ich wollte das Geld haben. Achso. Nochmal. Wow, jetzt sehe ich nichts mehr. Hallo, ich bin armer, ohne Erfolg habender Rapper. Ich habe nur einen Hit gehabt. Ich brauche Geld. Ja. Voodoo, ihr Voodoo-Bitch, ja? Yeah. So, jetzt bist du dann. Ich hab Asthma, glaube ich. Ja, so wie die Keuchen. Aber wir müssen ja auch einiges zurücklegen. Ja, manchmal mehr als 100 Meter am Stück. Naja. Kopf ab. Und damit ist das Klischee bewiesen, dass wir diesmal Männer warten müssen, weil die einfach zu langsam sind. Ja, weil wir noch die Aufgabe erledigen mussten. Cool, ich gehe ganz normal den Berg hoch und renne trotzdem. Sprint. Wurdest du da gerade auch vom Nichts aufgehalten, okay. Kenny? Ja, das zweite Mal. Zweimal hintereinander. Handeln wir doch mal eben mit Javier. Ja, das ist eine gute Idee. Nur Scheiß.
Ich gebe ihm schon mal die eine Flamme. Once this blows over, I'll be sitting pretty. Please, you find anything? I need food. I need food. Anything useful? Stay strong, Linda. Moment mal, habe ich nicht eben so eine Schatzflasche auf? Ja, wo ist denn die jetzt hin? Kann ich nicht verloren haben. Auch vielleicht, dass du jetzt, Peter. Sieht gut aus. Müssen wir da hin? Hier, take this. Just a token. Cool, bei dem kannst du Fackeln kaufen. Boah. Dann haben wir jetzt noch die Main-Quest, ne? Habt ihr die schon abgegeben? Ja. Oh, ich muss dann noch da rein. Wieso kannst du nicht mit dem handeln? Will er nicht. Er will er echt nicht. Gut, will er bei mir auch nicht. Schon nachdem er gerade mit Kenny handeln musste, dem Rapper, hatte der einen Schiss oder so. Kann ich. So, ich handle doch gerade mit dem. Ah, jetzt geht's auch. Tja, der handelt nur, wenn ich dabei bin. Ja, das würde ich mir mal Gedanken machen. Der handelt nur, Quatsch. Braucht denn nicht irgendeine alte Tussi Wasser? Ja. Das einfach ab. Ja. Weil das Lustige ist, hier kannst du Wasser kaufen für 3 Dollar und bei der kriegst du 70 Dollar, wenn du sie gibst. Ja. Wo kannst du denn hier Wasser kaufen? Hier unten. Ich kann hier Wasser kaufen bei dir. Aber mir nicht mehr. Wahrscheinlich hast du schon alles gekauft. Ja, wahrscheinlich. Also ich... Hier kannst du jetzt Flares kaufen. So. Ja, wir sind ach, durch, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Wir müssen jetzt zum Hotel, Parkplatz. Und nicht lieber die andere Karre nehmen. Ja, da können wir können eigentlich lieber mal Schnellreisen machen. Was haltet ihr denn davon? Ah, nix. Dann müssen wir von da aus dahin. Ja, wobei ist natürlich deutlich schneller. Egal, wir fahren. Ihr sagt mir wohin? Gut. Zur roten Flagge. Ist das bei dir nicht die aktive Quest? 430 Meter? Doch, wir haben ja keine Ahnung. 400, ja doch, 401, jetzt 400. Wir können auf dem Weg kurz bei Kim anhalten. Ich habe noch ganz viel Wasser, was ich in der Hand drücken kann. Ah, ja, das ist gut. Und wieder viel Erfahrung. Ja, dann sagt mir dann wohin, das weiß ich gerade nicht. Mit der kommen wir doch gar nicht vorbei. Klar. Stimmt, sehe ich auch gerade. Naja, vorbei. Fahr noch. Auf der Straße jetzt. Achso, oder du würdest jetzt links fahren. Ja klar, stimmt ja auch. Vor allem würde man rechts fahren und nicht links. Passieren. Ja. Hoffentlich kriegt dich so ein Zombie und beißt dir einen Arm ab. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Oh Gott, oh Gott. Da hättest du links halt gemusst. Kenny. Ja, ich hab nichts mehr gesehen. Ja, ja. Wir wollen dir nur Bescheid sagen. Genau. Danke. Oh. Stoppschild überfahren, jetzt bist du schon nicht Brückengradzeit. Ich überfahre hier Menschen. Meinst du, das scheint auf das sind doch keine Menschen, nur Zombies. Das gibt dann wieder Pluspunkte hier. Jeden, den du triffst halt. Jeden, den du verfehlst. Bam! Ich hab wieder Muni. Was hast du wieder? Munition. Meine geile Waffe. Scheiße, ich glaube, wir müssen hier außen rum. Ja, hab ich auch dann gemerkt. Das ist eigentlich ein cooles ja, Geräusch. Das weiß ich auch nicht. Das macht mich gerade ein bisschen verrückt. Alter, sei nicht so eine Pussy, ey. Wir haben den Rapper glaub, dabei. Ich spar gerade mal meine Ausdauer. Ach, Quatsch. Oh. Du bist Tank. Umsteller. Ah. Da ist ein Dicker. Ja. Auf ihn! Zwei Dicke. Oh, das haben wir auch noch nicht. Okay. Verdammt. Oh my fucking god! Hack dem zuerst die Arme ab. Nice, so einen Arm habe ich ab, mach den anderen noch. Oh, fuck, wenn er mich nochmal trifft, bin ich da. Die Hälfte ab, wenn er mich trifft, ey. Wow, hinter uns, komm! Alter Schwede! Oh, ich übernehme die schon, das ist kein Problem. Okay, ich bin sofort tot. Oh Gott.
Okay. Ist aktualisiert? Nein, er hat mich gedownt. Das ist nicht so schlimm, man kommt hier auf der Treppe wieder aus. Da liegt noch irgendwo ein blauer Baseballschläger von mir, bitte nicht aufnehmen. Alter, du kleiner blöder Kack-Dix-Zombie. So, die Kleinen sind jetzt zumindest Matsche. Alter, ein Baseballschläger liegt hier noch wieder. Jo, danke. Ja. Ab dafür, ey. $400 gehabt, ja, nice. Schnetzelt das. Oh, oh, warte mal, wo ist denn meine Machete und so ein Kram alle hin, die ich in den reingeworfen hatte? Hab ich nicht genommen. Hm. Hab ich gleich schon aufgenommen, ich komm mal ganz kurz. Oder hab ich die nur nicht im... Schwaches Fleisch. Also, mir fehlt so ein Cleaver und eine Sichel. Ja, genau, die beiden Sachen habe ich. Ja. Die schmeiße ich mal erst in die Viecher rein. Hier fehlt noch ein Hackebeil und noch eine Sichel. Ah ja, da. Hackebeil. Nice, meine Wurfgeschosse. Und was haben wir denn jetzt für eine Quest gerade? Ich denke mal, hier müssen wir nachher mit dem Hotel. Mit dem Truck wieder rauskommen. Oder? Ich gehe jetzt einfach mal in das Hotel, oder? Sind wir da alle rein? Müssen wir ja auch. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Und hier liegen auch Gegner. Oh Gott, und ich schnapp mir einen Snack, ich Idiot. Ist ja gut. Ich hatte aber volles Leben. Ah, cool, das ist natürlich weniger gut. Und ich habe nur zwei Streifen. Champagner gibt. Hier ist ein Ausweis. Ja, genau, auf die kann ich nämlich auch. Aber hier scheint es keine Champagner zu geben. Hinten auf dem Sofa. Wo sind hier am Sofa? Hinter euch noch am Anfang. Ah, okay. Ausweis Nummer 30. Okay. Ich habe über 3000 auf einmal wieder an Geld. Was ist denn da passiert gerade? Ja, die dicken Typen, die geben jedes Mal so 300, 400 Dollar. Die brauche ich aber auch fast an dem, was ich in die reinhau. Ja, und ich will auch noch 600 von dir, Frau Peter. Wie willst du das Spiel überleben? Ich guck mal kurz ins Internet, aber Facebook gucken, aber geht nicht. Ja, da steht ein Zombie. Guck, guck. Wow. Oh, jetzt hab ich Kenny getreten. Du dreckiges Schiff! Der ist raus. Boah, das tut doch nur, weil ich schwarz bin. Mann, musst du mich so erschrecken? Warte, ich hab doch nur einen Typen begrüßt. Er lebt ein Fakt in der Küche. Sehr gut. Ich will mich endlich mal heilen, ne? Wieso hab ich jetzt das Ding genommen? Ey, Taschenlampe wieder an hier. Well, what are we going here? Was sind die eigentlich genau? Oder da haben wir einen Snack. Sollst du vielleicht gucken, was du nimmst? Vielleicht braucht ja noch immer irgendjemand die Dinge. Ich weiß. Das ist Alkohol. Das Bier heißt Carcass. Nice. Ey, cool, da sind Früchte. Kann ich mal kurz eine essen? Nice, sind wieder voll in Lebensenergie. Mit Taschenlampe an. Oh, ich dachte schon. Ah. The security system has locked the doors. Wow, in-game Motorrad. I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If
you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Okay. Eine Garten neben Ken, Hammer. Wie sollen wir den denn jetzt finden? Weil er auch keine Genitalien hat. Oder so einen richtig dicken Schwanz wie die Frauen in dem Spiel. What the fuck, was macht der denn hier? Kein Geld in der Kasse. Ja, das ist echt eine gute Frage, oder? Karte nicht verfügbar. Also den einzigen Weg, den ich noch gesehen habe, ist, dass wir unten in den Aufzug reinspringen können. Wo? Bei dem Typen, mit dem wir gerade gelauert haben. Ach so, Moment. Ja, konnten wir da rein? Ja, die Klappe war offen, deswegen habe ich da extra die Taschenpacken gemacht.